Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wasser! Wasser! Ich brauche gestern Wasser. Ganz ehrlich, momentan haben wir hier über 30 Grad. Das ist der Moment, wo einem mehr Wasser aus dem Gesicht schießt, als man in es wieder hineintransportieren kann. Also seid mir bitte nicht böse, falls ich heute irgendwann einmal während dem Video... Was ist das? Ich meine, wir Österreicher lieben Wasser, aber nur unter der Voraussetzung, dass man es vorher durch eine Kaffeemaschine oder Brauerei geschickt hat. Aber das ist ganz normales, stinkiges Wasser. Was steht da? Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Man kann bei Wasser natürlich auch dazu schreiben, kann bei untermäßigem Verzehr ablebend wirken. Aber sowas wie abführendes Wasser ist jetzt womöglich nicht unbedingt das, was man brauchen kann. Wobei es für einige gierige Firmen die Definition des Begriffes aus Scheiße Geld machen wieder auf eine neue Ebene hebt. Und wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass die Firmen, die mehr oder weniger aus Gebieten mit Wasserknappheit Wasser abzapfen, nur um es dann in Gebieten, wo es gutes Wasser gibt, für teures Geld verkaufen zu können, irgendeine Form von Respekt vor Ressourcen hätten. Aber witzigerweise ist die Geschichte hinter dem Film Wasser noch um ein Vielfaches interessanter als das, was ich da vorher gerade aus der Leitung eingefüllt habe. Denn wenn wir vielleicht einmal ein kleines bisschen in der Geschichte zurückgehen, dann wissen wir, dass die Briten eigentlich gerne der ganzen Welt viel Leid gebracht haben und Verfolgung und Unterjochung, also nicht so weit in der Geschichte, Verzeihung, nein, nur ein paar Jahrzehnte, die Zeit, wo die Briten uns tatsächlich wahnsinnig viel Unterhaltung beschert haben. Wenn ich jetzt einfach einmal das Thema berühmte Briten in den Raum werfen würde, dann kommen natürlich gleich zwei Namen, zwei Gruppierungen, die einfach jeder kennt, die Beatles und Monty Python. Und natürlich ist klar, dass diese beiden Gruppierungen, die so quasi grundsätzlich in einer ähnlichen Zeit unterwegs waren, auch sich hier und da einmal über den Weg gelaufen sind, vielleicht auch kleine Gastauftritte bei gemeinsamen Projekten oder generell irgendwelche Auftritte in Shows. Aber was wahrscheinlich die wenigsten wissen ist, dass die Verbindung zwischen den Beatles und den Pythons noch wesentlich tiefer geht, als man das auf den ersten Blick glauben mag. Und deswegen reisen wir gemeinsam noch einmal zurück ins Jahr 1979. Das ist das Jahr, in dem eine bekannte britische Filmproduktion Firma namens Handmade Films gegründet wurde. Auf der einen Seite saß Finanzmanager Dennis O'Brien und auf der anderen Seite saß George Harris. Was? George Harrison, der Beatle. Und tatsächlich hat der Beatle George Harrison die Firma Handmade Films nur aus einem Grund gegründet, weil er das Leben des Brian sehen wollte. Man hat dann später scherzhaft gesagt, das war das teuerste Kinoticket aller Zeiten, aber tatsächlich hat Richard Harrison damals eine Hypothek auf sein eigenes Haus aufgenommen, weil er das Konzept, das ihm die Monty Pythons beim Leben des Brian vorgestellt haben, einfach unbedingt sehen wollte. Und das, obwohl er damit dann $4 Millionen aufgestellt hat, den Film quasi mitfinanziert hat, aber vorher noch nicht wirklich viel mit Filmen am Hut gehabt hat. Ja, wir kennen natürlich die klassischen Beatles-Filme, wo wir uns über den Film Hard Day's Night hier im Blu-ray-Check bereits einmal ausführlich unterhalten haben. Ja, er hat 1969 die Musik für den Film Wonderwall komponiert, der ja dann später auch Oasis zu dem Welthit inspiriert hat. Aber ich glaube, seine größte Filmerfahrung bislang war immer noch im Jahr 1971 das sogenannte Concert for Bangladesh. Eine relativ interessante Geschichte, nämlich das war im Jahr 1972 das allererste große Benefiz-Rockkonzert, das quasi viele verschiedene Musiker zusammengebracht hat, um dann humanitäre Hilfsgelder für die Flüchtlinge aus Bangladesch zu bekommen, die aufgrund des Krieges 1971 von dort flüchten mussten oder vertrieben wurden. Und dabei kamen einige Leute an die Mikrofone wie George Harrison, Bob Dylan, Ravi Shankar, Ringo Starr, Eric Clapton und so weiter und so fort. Es war eine riesengroße Veranstaltung. Witzigerweise eine Sequenz und eine Sache, die dann auch direkt in dem Film Wasser parodiert wurde. Wobei es jetzt eigentlich sich gar nicht einmal um eine richtige Parodie handelt, denn der Film
ist ja per se eine Satire. Das war ja nämlich auch das, was das interessante Konzept von Handmade Films war. George Harrison hat diese Filmproduktionsfirma ja eigentlich nur gegründet, um Leute, die er mochte, Filme drehen zu lassen, die er sehen wollte. Und das gibt natürlich auf der einen Seite einen sehr persönlichen Zugang, auf der anderen Seite aber auch sehr viel kreative Freiheit. Das, was sich natürlich alle dieser Künstler gewünscht haben. Ja, George Harrison war vielleicht einmal hier und da am Set zugegen, hat sich aber ehrlich gesagt nicht einmal ein Danke oder eine Begrüßung erwartet, sondern einfach nur, dass er nachher Filme sehen konnte, die ihm persönlich gefallen. Und deswegen hat er dann später zum Beispiel in den 80er Jahren auch bei dem ein oder anderen Gangsterfilm mitgewirkt, wie Rififi am Karfreitag oder Mona Lisa, die die Karriere von Bob Hoskins gestartet haben. Aber in erster Linie ging es um lustige, skurrile, satirische Filme. Und da kommen wir eben wieder zu dem Film Wasser. Es ist, glaube ich, auch relativ einfach zu erkennen, worum es da geht. Eigentlich sollte dieser Film inspiriert worden sein von den vor kurzem erfolgten Invasionen von Grenada bzw. den Falkland Islands und mehr oder weniger das gesamte Konzept des Abzapfens von Rohstoffen ad absurdum führen. Auf der einen Seite natürlich damit die komplette Ölindustrie bzw. die Kriegsinvolvements von Amerika zufälligerweise immer dort, wenn da was zum Holen ist. Was für ein Zufall. Vielleicht. Aber dass man es eben hier quasi mit einer alten, versiegten Ölquelle zu tun hat, wo dann allerdings Wasser drauf gefunden wurde. Eben Wasser mit einem ganz speziellen abführenden Effekt. Deswegen auch mein kleiner Gag vorher. Das ist natürlich auf der einen Seite etwas komplett Unbrauchbares, auf der anderen Seite allerdings auch ganz sicher etwas, das man interessanterweise irgendwie marketingtechnisch aufarbeiten kann. Sowas wie Vitaminwasser oder Sauerstoffwasser. Lassen wir das. Auf jeden Fall, das Marketing schlägt natürlich an. Dann wollen irgendwelche Leute von dieser Insel die ganze Kohle nehmen und der Gouverneur, gespielt von Michael Caine, beziehungsweise einige Rebellen wollen das natürlich verhindern. Und ganz am Ende gibt es dann eben auch dieses ganze fiktionale Konzert, eben dieses Konzert vor Cascara, wie es in diesem Fall heißt. Und Cascara ist nicht der Mascara, den die Dame von Cascada trägt. Nein, Cascara ist tatsächlich ein Spoof von einer Pflanze, die gleich heißt, die nämlich ebenfalls ein bisschen abführende Effekte hat, und damit spielt man auf dieses Wasser an. Aber grundsätzlich wollte man eben auf dieser Insel diese Invasionen, mehr oder weniger dieses Abzapfen, darstellen. Gedreht hat man das Ganze übrigens auf der karibischen Insel St. Lucia, was dort eigentlich relativ problematisch war, denn zur damaligen Zeit gab es dort weder eine Filmindustrie noch eine Filminfrastruktur. Das heißt, alles, was die Produktion wirklich gebraucht hat, das musste man dort dann noch extra einfliegen. Dazu muss man auch dazu sagen, dass der Stil des Films, so wie bei einigen anderen Satiren und Komödien von den Handmade-Films, auch ganz offensichtlich von den klassischen Ealing-Komödien aus England inspiriert wurde. Filme wie Adel verpflichtet oder Lady Killers, witzigerweise auch, auch der Kameramann, der von den Ealing-Studios kommt. Und dabei begann die dann tatsächliche Geschichte des Films Wasser wie folgt. Die beiden Drehbuchautoren Dick Clement und Ian Lafrenay, die haben gerade in Amerika gearbeitet und da einen Fernsehpilot mit Bill Persky gemacht, der dann ihnen gegenüber diese Idee von dieser fiktionalen britischen Kolonie in der Karibik, die um ihre Unabhängigkeit kämpft, angesteuert hat. Und die haben dann zu dritt ein Drehbuch geschrieben, bei dem Persky sogar auch persönlich Regie führen wollte. Aber sie hatten keine Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren. Aber als dann Clement und Lafrenay den Film Bullshot für die Handmade Films gemacht haben, haben sie dieses Drehbuch, von dem sie relativ viel gehalten haben, eben dem Produzenten Dennis O'Brien gezeigt, der gemeint hat, geil, ich will das machen. Und deswegen wurde das Drehbuch dann noch einmal überarbeitet. Es wurde dann an Michael Caine weitergegeben, der es ebenfalls ziemlich genial gefunden hat und damit relativ flott zugesichert hat. Es war auch der erste Darsteller, der tatsächlich gecastet wurde in diesem Film, war Billy Connolly, von dem Dennis O'Brien ein riesengroßer Fan war. Der einzige, der diesem Film wahrscheinlich nicht ganz so positiv gegenüberstand, war John Cleese, der natürlich auch das Drehbuch zum Lesen bekommen hat, / Monty Python und so weiter, der es allerdings dann abgelehnt hat, weswegen Leonard Rossiter seine Rolle übernommen hat. Das war dann auch sein letzter Film. Er ist während der Post-Production von dem Film verstorben, wobei wir
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber schauen wir uns vielleicht einmal ein bisschen was zu den Leuten an, die an diesem Film mitgewirkt haben. Wir haben den Namen Dick Clement bereits erwähnt. Wunderschöner Name übrigens. Der witzigerweise zwar bei einzelnen Projekten auch als Regisseur tätig war, der aber in erster Linie als Drehbuchautor unterwegs war und dabei auch in den 2000er Jahren mit Filmen wie Flutsch und Weg, Across the Universe oder Bank Job mit Jason Statham immer noch einige interessante Drehbücher schreibt. Dabei ist er tatsächlich der Zusammenarbeit mit Ian Le Fresnay treu geblieben und die beiden verwirklichen die meisten Projekte gemeinsam, wobei ich interessant finde, dass die beiden eben nicht nur eigene Drehbücher verfassen, sondern auch für andere Projekte als Script Doctors arbeiten. So haben sie eben beispielsweise Drehbücher, ohne in den Credits genannt zu werden, überarbeitet von Titeln wie Bad Boys 1 und 2, The Rock, Pearl Harbor oder Super Mario Brothers 1993. Offensichtlich sind sie nicht die besten Skriptdoktoren. Aber der vorher angesprochene Bill Persky ist ebenfalls interessant. Der ist nämlich in erster Linie dem Fernsehen verhaftet geblieben, hat eigentlich, sagen wir mal, seine Karriere groß gestartet in den 60er Jahren als Co-Autor von The Dick Van Dyke Show, hat dann später noch einige andere Serien erstellt, wie Good Morning World oder Lots of Luck. Seine bekannteste ist wahrscheinlich die von 1965 bis 1971 in 137 Folgen gezeigte Serie Süß, aber ein bisschen verrückt. In den Hauptrollen des Films sehen wir eben, wie bereits erwähnt, auf der einen Seite Michael Caine, über den man, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr wahnsinnig viel sagen muss. Ich erwähne nur, dass Michael Caine zweimal den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat, 2000 für Gottes Werk und Teufels Beitrag, beziehungsweise 1987 für Hannah und ihre Schwestern, wo er allerdings den Oscar nicht persönlich entgegengenommen hat, sondern Sigourney Weaver die Goldstatue angenommen hat, weil Michael Caine gerade mit Dreharbeiten beschäftigt war für das absolut bahnbrechende Meisterwerk Der Weiße Hai 4. Ein Film, über den Michael Caine übrigens gesagt hat, dass er den Film nie gesehen hat, dass er aber gehört hat, dass er schlecht sein soll. Ganz im Gegenteil zu dem Haus, das ihm dieser Film gekauft hat. Das ist eigentlich ziemlich großartig. Dazu war Michael Caine noch weitere viermal für den Oscar nominiert, zuletzt im Jahr 2003 für den Film Der stille Amerikaner. Wir sehen dann außerdem noch in einer Hauptrolle Valerie Perrine, die ebenfalls bereits für ihre Rolle in dem Film Lenny 1975 eine Oscar-Nominierung bekommen hat, die allerdings beispielsweise auch als Eve Teschmacher in den ersten beiden Superman-Filmen zu sehen war. Brenda Vaccaro, ebenfalls Oscar nominiert für ihre Rolle 1976 in Einmal ist nicht genug, ist weiterhin auch dann noch in Filmen wie Asphalt Cowboy, Unternehmen Capricorn, Supergirl, beziehungsweise zuletzt dann auch in Once Upon a Time in Hollywood als Mary Alice Schwartz zu sehen, beziehungsweise hatte sie einen Cameo-Auftritt in Kubo, der tapfere Samurai. Und wenn du den verstehst, standen hast, dann darfst du dir kurz auf die Schulter klopfen. Wir sehen eben Leonard Rossiter, den wir vorher schon angesprochen haben, der zum Beispiel auch mit Stanley Kubrick zusammengearbeitet hat, der vor der Kamera stand zum Beispiel als Captain John Quinn in Barry Lyndon, der aber auch als Dr. Andre Smyslow in 2001 A Space Odyssey zu sehen war. Er hat in Inspector Klo der beste Mann bei Interpol gespielt, in Oliver, in Britannia Hospital, beziehungsweise Billy Connolly ist natürlich der Name, den wir schon einmal erwähnt haben, der unter anderem witzigerweise hier gedreht hat einen ganz alten Film namens Ganz große Klasse an der Seite von einem wirklich jungen Ke-Huy Quan, dessen Name wahrscheinlich im Jahr 2022 das ein oder andere Mal ausgesprochen wurde. Er war Il Duce bei Der blutige Pfad Gottes, er hat den Father Joseph Chrisman in Akte X Jenseits der Wahrheit gespielt und noch etliche andere bekannte Rollen auch. Aber was man ebenfalls nicht unerwähnt lassen darf, die Rolle des Rob hat in dem Film ein gewisser Herr Dennis Duggan übernommen. Der ist tatsächlich Schauspieler, der in fast 70 Produktionen bereits vor der Kamera gestanden ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Funktion, in der wir ihn kennen. Er ist nämlich der Verbrecher, der uns Filme wie Oh, Chuck and Larry, leg dich nicht mit Sohan an, Kindsköpfe 1 und 2, meine erfundene Frau und Jack und Jill angetan hat. Ja, der Regisseur, der zuletzt gerne mit Adam Sandler
gearbeitet hat, ist in diesem Film mal zu sehen, damit wir vielleicht einen Screenshot ausdrucken können, falls wir eine neue Dartscheibe brauchen. Aber wir sehen in dem Film auch Jimmy Walker, den ich tatsächlich mag, und ich finde es relativ interessant, wie interessanterweise selbst bei einer kleinen Nebenrolle eine interessant geschriebene Charakterbezeichnung gleich einmal Erinnerungen weckt. Er war nämlich in dem Film Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug der Windshield Wiper Man. Und ganz ehrlich, jeder, der den Film kennt, braucht nur diese Beschreibung, weiß genau, wovon die Rede ist. Er war Bosie in Airport 1980, die Concorde. Er hat in der Serie Good Times in 133 Folgen die Rolle des James Evans gespielt, beziehungsweise war zuletzt dann auch noch in einigen Produktionen nach meiner Kragenweite dabei, zum Beispiel als Dynamite Stevens in Super Shark 2011. Wir sehen den absolut großartigen Fred Gwynne in dem Film, der natürlich in erster Linie auch bekannt ist als Arthur in Eine verhängnisvolle Affäre oder als Richter in Mein fetter Winnie oder als Judd Crandall in Friedhof der Kuscheltiere oder interessanterweise in 60 Folgen als Officer Francis Muldoon in der Serie Wagen 54, bitte mal. Ja, ich weiß, er war Herman Munster in den Munsters, aber ich wollte nur zeigen, dass er auch noch einige andere großartige Projekte gemacht hat. Wir sehen Stephen Khalifa, der witzigerweise immer in kleineren Rollen zu sehen ist, als Gonzales in James Bond Film in Tödlicher Mission, als iranischer Delegierter in Ali G in The House oder als Buldeo in der 1994er Live-Action-Verfilmung von Das Dschungelbuch. Und ja, googelt sie, die gibt's wirklich, wo kein geringerer als Jason Scott Lee die Rolle des Mowgli übernommen hat. Zuletzt war er noch als Imam in Aladdin in der Live-Action Version. Aber wir sehen Oscar James, ebenfalls bekannt durch kleinere Auftritte als Shopkeeper in Charlie und die Schokoladenfabrik, als Chief in Mark 13 Hardware, beziehungsweise war er auch in 178 Folgen der Serie EastEnders als Tony Carpenter zu sehen. Wir sehen dann außerdem noch, hoppala, jetzt habe ich da den falschen zugemacht. Wir hören die Musik von Mike Moran, der beispielsweise auch die Filmmusik von nicht wahnsinnig vielen Filmen gemacht hat, vor allem von den einen, den ich jetzt gerade wieder zugemacht habe. Ja, der Film Bloodbath at the House of Death, der übrigens anders als sein Titel vermuten lässt, gar nicht mal so doll ist. Aber er hat auch beispielsweise als Keyboard- und Synthesizer-Arranger und Programmer bei Produktionen wie, hey, Death Wish 3 gespielt oder ist im Soundtrack von Top Secret zu hören, hat die Musik bei 49 Folgen der Serie Taggart gemacht oder auch natürlich bei der anderen Handmade-Produktion von Time Bandits. Der Kameramann hört auf den Namen Douglas Slocombe, ist eben der, den ich vorher schon angesprochen habe, als der, der auch für E-Link gearbeitet hat, der aber auch für Hammer gearbeitet hat. So haben wir hier im Blu-ray-Check bereits über ihn gesprochen, weil er die Kamera bei dem Film Ein Toter spielt Klavier geführt hat. Allerdings sollte man vielleicht an der Stelle auch noch einmal Kleinigkeiten wie James Bond sagt niemals nie, die komplette Indiana Jones Trilogie, Rollerball, Jesus Christ Superstar, der große Gatsby und so weiter nicht unerwähnt lassen. Drei Filme, nämlich Reisen mit meiner Tante Julia und Jäger des verlorenen Schatzes, haben ihm sogar eine Oscar-Nominierung eingebracht. Wurde das Ganze dann von John Victor Smith, der ebenfalls den Filmschnitt bei den drei Musketieren beziehungsweise bei Superman 2 und 3 übernommen hat. Das ist wirklich ein interessanter Cast, eine auch interessante Crew, die dahinter diesem Film gesteckt hat und eine sehr, sehr interessante Produktionsgeschichte, weil vor allem darf man eines nicht vergessen, dass Handmade-Film sich eben über diese ersten Monty Python-Filme wirklich einen Ruf als tolle Produktionsfirma aufgebaut hat, dass sie dann allerdings um der Mitte der 1980er Jahre herum vielleicht ein kleines bisschen übereifrig wurden, weil sie nämlich zu der Zeit, als Wasser entstand, gleich zwei Filme gleichzeitig gedreht haben. Auf der einen Seite den Film Wasser und auf der anderen Seite den Film A Private Function, der bei uns dann hieß Magere Zeiten. Ironischerweise auch gleich das, was dann nachher für Handmade-Films hereingibt. Ist. Aber die Crew hinter Magere Zeiten hat sich immer wieder beschwert, weil man angeblich ihnen Geld abgezogen hat, um das dann wieder in Wasser zu investieren. Wasser war dann übrigens ein gigantischer Riesenflop, der nicht einmal ansatzweise seine Produktionskosten wieder einspielen konnte. In Amerika konnte man sogar über lange Zeit
nicht einmal einen Vertrieb für den Film finden. Und das war sicher auch einer der Gründe, warum es dann mit Handmade Films irgendwie wieder bergab ging. Ja, es gab noch den ein oder anderen Film, aber blöderweise hat George Harrison dann Ende der 80er Jahre auch noch bemerkt, dass Dennis O'Brien Gelder veruntreut hat. Der wurde dann auch tatsächlich rechtskräftig zu einer Zahlung von 11 Millionen Dollar an Harrison verurteilt. Und im Jahr 1990 wurde der letzte offizielle Handmade-Film produziert. 1994 wurde das Ganze dann an eine Investorengruppe namens Paragon verkauft, die dann unter dem Handmade-Films Banner noch ein paar weitere Filme gedreht haben. Der bekannteste davon ist ohne Frage 1998 Guy Ritchies Bube, Dame, König, Gras. Aber damit hatte dann George Harrison schon nichts mehr zu tun. Aber ich muss echt sagen, diese Geschichte ist wahnsinnig interessant. Genauso interessant übrigens wie dann die Tatsache, dass man offensichtlich bei der in Deutschland zwar einen Vertrieb für den Film gefunden hat, dass man dann allerdings gemeint hat, na, also 93 Minuten ist schon zu lang, da machen wir lieber 85 draus und quasi einfach irgendwelche Szenen aus diesem Film herausgeschnitten hat, ohne ersichtlichen Zensurhintergrund, auch ohne einen klar ersichtlichen Straffungshintergrund, weil die Szenen sind jetzt nicht unbedingt große Schnarcher oder sowas. Es ist ja halt einfach etwas, das man rausgenommen hat, um den Film kürzer zu machen. Das ist schade, aber damals, als der Film dann von Sunfilm auf DVD veröffentlicht wurde, gab es ein Doppeldisc-Set mit beiden Schnittfassungen. Das ist deswegen interessant, weil die alte Kinofassung nicht nur Szenen vermisst hat, sondern auch zwei exklusive Szenen hatte, die es in der englischen Originalfassung nicht gab. Das ist einmal ein bisschen Stock-Footage von Kampfjets und Schiffen. Und das ist zum anderen noch eine relativ witzige Szene, in der Dennis Duggans Charakter Rob von Behörden durchsucht wird, während dann irgendwie Michael Douglas daherkommt. Das ist seine circa 40 Sekunden lange Dialogszene. Die ist übrigens dann leider auch im Bonusmaterial von der neuen CineStrange Mediabook-Veröffentlichung nicht mit abgelegt. Aber was interessant ist, ist, dass ursprünglich kommuniziert wurde, dass die Mediabook-Fassung sowie die kommende Blu-ray ausschließlich die alte deutsche Kinofassung enthalten soll. Was ich glücklicherweise als falsch bezeichnen kann. Denn natürlich ist im Mediabook die komplett ungeschnittene englische Originalfassung mit drauf. Die damals nicht synchronisierten fehlenden Stellen wurden mit englischen Untertiteln abgelegt. Aber es ist nur diese eine Fassung mit drauf. Also nicht die Option, eben ohne Sprachwechsel auch nur auf die alte deutsche Kinofassung zurückzugreifen. Dafür bietet uns CineStrange allerdings bei diesem Release gleich drei verschiedene Cover-Artworks. Das Cover A ist in diesem Fall ein wunderschönes, neu gezeichnetes Motiv von keinem geringeren als Adrian Keindorf, der, finde ich, den Stil des Films, den satirischen Charakter und eben auch die Charaktere einfach wunderschön eingefangen und abgebildet hat, aber dazu dann noch später mehr. Das ist limitiert auf 222 Stück. Dann gibt es auch noch das Cover B, ebenfalls limitiert auf 222 Stück. Und ein Artwork, das finde ich schon ein kleines bisschen mehr Verrücktheit liefert. Das ist das alte französische Plakatmotiv, das auf der einen Seite, finde ich, eine recht interessante Mischung aus gezeichneten und Fotoelementen ist, aber mit einer wundervoll übertriebenen, comichaften Anordnung, mit diesen ganz überzogenen Proportionen von den Charakteren und Köpfen. Das gefällt mir teilweise hier auch sehr, sehr gut. Auch davon gibt es 222 Stück. Und last but not least, das Cover C, das ist das alte deutsche Kinoplakat. Und das ist zwar etwas verhalten, aber ich finde es auch absolut großartig, nämlich dass diese Wasserflasche hier front and center steht und quasi aus der direkt der Wasserschriftzug heraus sprudelt, dass dann die anderen Charaktere mit einem wirklich wundervoll übertriebenen, comichaften Stil um diese Flasche herum angeordnet wurden, wie vielleicht bei einem Monkey Island Style oder wie beim Mad Magazin. Das finde ich absolut genial, wie das gemacht wurde. Und auch davon gibt es 222 Stück. Bei mir ist jetzt dankenswerterweise ein Mediabook mit dem Cover A gelandet, das mir CineStrange dankenswerterweise für dieses Review zur Verfügung gestellt hat. Und damit begrüße ich euch nach ganz kurzen einleitenden 24 Minuten zur heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check, wenn wir gemeinsam einen genaueren Blick auf das Mediabook zu dem Film Wasser werfen. Das Cover Art
Hartwig, dass Adrian Kaindorf für den deutschen Mediabook-Release zu Wasser der Film gezaubert hat, ist schlicht und ergreifend beeindruckend. Das Artwork ist zwar auf der einen Seite deutlich weniger Comic- und Cartoonhaft, als es das die alten deutschen oder französischen Plakatmotive waren, es ist aber auch deutlich weniger einschläfernd, als es die alten englischsprachigen Motive bzw. DVD-Cover waren, die waren nämlich wirklich schrecklich. Aber das hier ist eine wundervoll gemachte Zeichnung, die auf der einen Seite, finde ich, wirklich mit diesem perfekt geführten Strich auf der einen Seite die Charaktere wirklich realistisch und schön darstellt, die vor allem auch ein unglaubliches Auge für das Arrangement der verschiedenen Elemente zeigt. Das aber auch, finde ich, das Motiv trotzdem etwas verhaltener, aber auch wirklich passend zum satirischen Charakter des Films wirken zu lassen. Das Grinsen des Geschäftsmanns, die Verzweiflung von Michael Caine, der hier mit seiner Kleidung fast ein bisschen einen Columbo-Effekt hat, beziehungsweise eben die Begeisterung dann noch von den singenden Rebellen im Hintergrund. Das ist alles wirklich schön arrangiert. Dafür hat man nämlich auch den gebührenden Platz gelassen, damit diese Elemente nicht alle einfach irgendwie überladen erscheinen. Man hat eben hier unten das Motiv dann sehr schön mit diesen Wassereffekten auslaufen lassen, weil den Leuten zwar das Wasser nicht bis zum Hals steht, das hätte auch, finde ich, das Motiv dann vielleicht ein kleines bisschen weniger interessant gemacht, aber dass man dann eben hier noch den Platz für das für den Titelschriftzug gelassen hat. Das ist wirklich ein wundervoll aufgebautes und wundervoll strukturiertes Cover-Artwork. Das finde ich hier einfach nur von zeichnerischer Finesse strahlt. Und wo ich eben auch sehr interessant finde, wie man eben ganz besonders in dem größer dargestellten Michael Caine diese einzelnen Striche in seiner Kleidung wirklich ganz besonders deutlich sieht. Dazu hat man dann bei Sinestrange diesem Motiv auch noch einen Spotlack verpasst und hat eben hier sämtliche Charaktere beziehungsweise Appendices, wie zum Beispiel die Telefonschnur hier dann auch noch mit dem partiellen Glanzlackeffekt überzogen, was dafür sorgt, dass die ein bisschen einen schöneren und deutlicheren Kontrast zu den Hintergrundelementen wie eben den Palmen beziehungsweise dem Wasser und dieser Bohrinsel quasi haben. Das sieht wirklich absolut großartig aus, wurde hier wunderschön inszeniert und ist, muss ich ganz ehrlich sagen, von allen drei Cover-Artworks, die da im Angebot sind, mein persönlicher Favorit. Wir können dann einmal auf den Spine schauen, da sehen wir, dass Sinestrange auch dieses Mal wieder auf dem Spine, auch bei dem Standard Mediabook, bei den Wattierten machen sie das ja nicht immer, mit dem Spotlack arbeiten, hier eben beim Sinestrange Primetime rein Piktogramm beim Titelschriftzug und der Miniaturversion von dem Cover-Art. Wir können an der Stelle dann noch einmal die anderen Mediabooks aus der Primetime-Reihe, die sich in meiner Sammlung befinden, da noch einmal dazu halten für einen direkten Spine-Vergleich. Aber ich finde, dass man hier sehr schön sieht, dass auch wenn hier nicht wattierte und wattierte Mediabooks zusammenkommen, der Reihen-Look trotzdem eigentlich relativ gut zusammenpasst. Dann haben wir auf dem Backcover natürlich wieder einen Streifen mit verschiedenen Bildausschnitten aus dem Film, die hier mit dem partiellen Glanzlack veredelt sind. Wir haben dann natürlich die Inhaltsangabe des Films, wir haben dann noch Cast and Crew-Angaben, die technischen Details, sowie dann unsere individuelle aufgeklebte Limitierungsnummer. Nur bei meinem Weißmuster ist dieses Feld halt frei geblieben. Dazu sei an der Stelle auch noch einmal deutlich zu erwähnen, dass es sich hierbei um einen Blu-ray-only-Release handelt und dass keine DVD mit noch dabei ist. Als Bonusmaterial gibt es, wie bereits eingangs erwähnt, zwar nicht die alten Exklusivszenen der deutschen Fassung, dafür aber sehr interessant eben einen Audiokommentar mit Dick Clement und Ian Le Frenay, die sehr auf der einen Seite offen, ehrlich, aber teilweise auch wirklich kritisch über diesen Film und ihre Arbeit sprechen, was es eben genauso absolut interessant macht. Dazu sind dann noch ein paar weitere Trailer zu anderen Handmade-Films auswählbar, beziehungsweise gibt es unter dem Titel The Handmade Story noch eine 24-minütige Trailer-Show, wobei allerdings zwischen den Trailern dann immer ein paar in Deutsch eingesprochene Informationen zu den Filmen zu sehen sind. Jetzt können wir mal einen Blick ins Innere von dem Mediabook werfen. Da sehen wir auf der linken Seite die Blu-ray, eben hier bedruckt mit dem Cover-B-Motiv, mit dem alten französischen Plakatmotiv, beziehungsweise können dann auch noch einen Blick auf die rechte Seite werfen, wo wir auch in dem Fall, wie bereits bei Creature Zone, keine DVD vorfinden, sondern quasi einen ausgestanzten Bierdeckel als Platzhalter. Auf der einen Seite gibt es eben da auf der Rückseite von der Sinestrange Primetime zu lesen und auf dem
Auf der Front von diesem Design ist es dann eben das alte deutsche Kinoplakatmotiv, das auch hier fürs Innendesign verwendet wurde. Jetzt können wir dann einmal einen Blick ins Innere von dem Innenspiegel werfen. Da sehen wir auf der linken Seite quasi die vergrößerten Wasserflaschen, beziehungsweise auf der rechten Seite dann ein bisschen was von dem DJ-Set. Das ist in dem Fall kein durchgehendes Motiv, sondern zwei individuelle Bilder, die hier unterhalb von den Discs beziehungsweise Discs zu finden sind. Dazwischen gibt es ein 24-seitiges Booklet, geschrieben von Harald Mühlbeier, der sich sehr interessant mit diesem Film beschäftigt. Zugegeben, der erste Satz startet etwas, haut einen ein bisschen zu sehr ins kalte Nass, aber ansonsten, ins kalte Wasser, aber ansonsten ist es wirklich extrem spannend, was er hier über die Produktion von dem Film herausgefunden hat, und tatsächlich stammen sehr viele Informationen, die ich auch am Anfang von diesem Video verwendet habe, aus seiner Recherche. Deswegen an der Stelle danke. Nämlich ganz besonders die Art, wie George Harrison Filme produziert hat, die Geschichte der Handmade-Films und so weiter. Das ist ja wirklich etwas, das bei der Betrachtung des Films Wasser auf jeden Fall irgendwie im Mittelpunkt steht. Und es ist wirklich schade, wenn man bedenkt, was da eben alles für eine Liebe in diesem Projekt drinnen steckt, dass der Film dann letzten Endes komplett gefloppt ist und in weiterer Folge dann eigentlich auch seine Produktionsfirma fast aus dem Zenit geschossen hat. Aber dazu gibt es dann hier auch noch ein paar Alternativen. Es gibt dann noch die Originalplakatvorlagen und Motive. Es gibt noch einen Bericht aus der Cinema, beziehungsweise ein paar Aushangfotos. Ich nehme an, aus Australien, dann hier auf der letzten Seite, von diesem Booklet. Das ist auf jeden Fall, finde ich, wieder sehr nett gestaltet und vor allem aber hier von Adrian Keindorf mit einem absolut, absolut großartigen Cover-Artwork ausgestattet. Es wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Leute überraschen, dass nach dem großen Misserfolg des Films Wasser an den internationalen Kinokassen sich die digitalen Heimkino-Release-Firmen nicht wirklich direkt um diesen Film gestritten haben. Ganz im Gegenteil, ich konnte mit Ausnahme von den jetzt veröffentlichten deutschen Versionen von Cinestrange, die eben am 28. Juni 2023 veröffentlicht wurden, keine weiteren High-Definition physischen Veröffentlichungen dieses Films weltweit finden. Deswegen ist es ganz besonders spannend, hier einen Blick auf das für den deutschen Release verwendete Master bzw. die Transferqualität von Cinestrange zu werfen. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow natürlich zwar allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots aus der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und irgendwie macht es mich gerade traurig, dass ich nicht dafür auch noch so einen ganz subtilen Schmäh zu irgendeinem gängigen Thema hatte. Der Film Wasser wurde damals im Jahr 1985 auf 35mm Filmmaterial gedreht. Ein schönes Format, das natürlich bei entsprechender Lagerung und entsprechendem Remastering auch im Jahr 2023 auf einer Blu-ray immer noch beeindruckende Bilder zaubern kann. Und ich denke mir, wenn ihr jetzt hier schon einmal die ersten Screenshots aus dem HD-Transfer von Cinestrange seht, dann wisst ihr, ja, auch der Film Wasser liefert eben jene beeindruckenden Bilder. Man merkt interessanterweise bei einzelnen Sequenzen des Films zwar, dass man hiermit vielleicht nicht dem hochwertigsten Filmstock gearbeitet hat, was vielleicht dazu führt, dass hier und da etwas die hellen Bildbereiche überstrahlen, beziehungsweise, dass man vielleicht an den Reglern des Digital Noise, der Digital Noise Reduction ein kleines bisschen zu übermotiviert war, weswegen das Bild vielleicht so einen leichten digitalen, artifiziellen Look hat, aber dass der Transfer trotzdem auch über größere Betrachtungsflächen noch weitestgehend überzeugen kann. Wir bekommen eine sehr schöne Bildschärfe, bekommen eben auch eine sehr gute Detailzeichnung des Bildes, eben lediglich im Bereich der Plastizität wäre es vielleicht eben besser gewesen, da noch ein bisschen mehr von dem Filmgrain unangetastet zu lassen. Aber wir bekommen grundsätzlich sehr schöne, natürliche, aber auch eben kräftige Farben, die bei einem Film aus der Mitte der 80er Jahre gar nicht mal so selbstverständlich sind und eben davon abhängen
sind, wie das Material dann letzten Endes gelagert wurde und ob man auf einen Kinoprint bzw. vielleicht sogar auf ein Original-Kameranegativ zurückgreifen konnte. Und ich glaube, dass es bei dem Film Wasser zumindest auch eine sehr frühe Reproduktionsstufe war, die man hier verwenden konnte für den High-Definition-Transfer, wobei es leider nicht überliefert ist, welches Master hier tatsächlich direkt vorliegen konnte. Es wirkt allerdings, als wäre es eine neuere Abtastung, weil etwaige bereits Jahrzehnte alte Abtastungen für die alten DVD-Releases hätten auf gar keinen Fall mehr eine derartige Farbbrillanz erzeugen können, weil sich in den letzten Jahrzehnten dann doch auch bei der Abtast- und Restaurationstechnik ein bisschen was verändert hat. So bekommt der Film Wasser, finde ich, auf der deutschen Blu-ray eine gute, definitiv zufriedenstellende Bildqualität. Der 97 Minuten lange Film wurde dann auch noch mit 20,7 GB auf der Disc encodiert, was zwar gelegentlich in den homogenen Hintergrundflächen vielleicht zu dem ein oder anderen Artefakt oder dem oder Banding-Strukturen führt, die natürlich vielleicht auch ein bisschen auf dieses DNR zurückgeführt werden können, aber im Großen und Ganzen fallen hier keine störenden Bildanomalien auf und man kann insgesamt mit der hier gebotenen Bildqualität auf jeden Fall zufrieden sein. Filme gibt's, die gibt's gar nicht. Also, bis man sie dann gesehen hat und weiß, dass es sie tatsächlich gibt. Und einer von diesen Filmen ist definitiv Wasser, der Film. Als Cinestrange Extreme den Titel das erste Mal angekündigt hat, war meine erste Reaktion natürlich gleich: Was? Weil ich zuvor noch nie davon gehört habe. Aber dann liest man dieses unglaubliche Star-Aufgebot, dann sieht man natürlich auch noch dazu, wer hinter den Kulissen für diesen Film verantwortlich war, und dann steigt das Interesse ins Ungemeine. Und man muss sagen, dass der Film Wasser es sich definitiv nicht verdient hat, mehr oder weniger aus den Kinos mit einem feuchten Wettex rausgeprügelt zu werden. Der Film, wenngleich auch nicht die klassische Monty Python-Genialität, die man vielleicht von einem Leben des Brian oder von einem Ritter der Kokosnuss gewohnt ist, bietet, hat auf jeden Fall großartige Charaktere, hat eine interessante Geschichte, hat vor allem, finde ich, einen schönen, subtilen Ansatz zur Satire und zur Kritik und ist tatsächlich in den letzten fast 40 Jahren nicht weniger Zeit gemäß und aktuell geworden, sondern aus tragischen Umständen eigentlich nur noch viel mehr, weswegen man sich den Film auch im Jahr 2023 nicht nur anschauen kann, sondern in Wirklichkeit auch anschauen sollte, denn viele der Strukturen, die in diesem Film gezeigt, angepriesen und eben kritisiert werden, gelten auch heute immer noch. Dazu kommt natürlich, dass die Schauspieler ihren Job absolut großartig machen, dass der Film auch mit einigen wirklich coolen Gags gewürzt ist und dabei durch seine Laufzeit eigentlich relativ unterhaltsam und leichtfüßig trägt. Dazu bietet Cinestrange Extreme wunderschöne Mediabook-Cover-Artworks, insbesondere das von Adrian Keindorf hat es mir angetan, hat ein bisschen Bonusmaterial, vor allem den informativen Audiokommentar mit an Bord, beziehungsweise überzeugende Bild- und Tonqualität, sodass jeder, der sich für den Film interessiert, auf jeden Fall bedenkenlos beim Mediabook zuschlagen kann.